Herzlich willkommen zu Nakiras Channel, heute ausnahmsweise mal vor der Kamera und das hat einen besonderen Grund. Gestern ist hier in Essen nämlich die Spiel, die weltgrößte Brettspielmesse, zu Ende gegangen und ich möchte einfach in diesem Video euch mal meine Einkäufe zeigen und euch auch ein kleines bisschen dazu erzählen. Wir fangen einfach mal an und zwar mit 51st State von Portal Games Deutschland und zwar das Master Set. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein etwas komplexeres Spiel. 60 bis 90 Minuten steht drauf, 1 bis 4 Spieler. Und man muss in einer ja, postapokalyptischen Welt so ein bisschen Aufbaumanagement betreiben mit Karten. Man kann die Karten immer auf unterschiedliche Art und Weise nutzen, baut dann seine Siedlung auf, möchte ich jetzt mal sagen, ein bisschen Konflikt ist mit drin mit den Gegenspielern und ganz viel Ressourcenmanagement. Man muss immer unterschiedliche Ressourcen eintauschen, um andere zu bekommen. Man hat dann quasi so eine Produktionskette, wo dann am Ende Siegpunkte bei rauskommen. Ja, 51st State ist ein super Spiel, habe ich jetzt schon dreimal gespielt. Es ist sowohl in der Vollbesetzung zu 4-Mann-Klasse als auch als 2-Personen-Spiel. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, Kostenpunkt 45 Euro. Machen wir mal weiter mit Mystic Vale. Mystic Vale bei Pegasus erschienen, ist super interessant, weil es eine ganz neue Mechanik hat, nämlich das sogenannte Card Crafting. Wie sieht das aus? Vielleicht zeige ich das einmal ganz kurz, bevor ich es erkläre. Zeigen ist ja immer etwas besser. Und zwar gibt es im Spiel diese Karten hier, die dann irgendetwas machen. Die sind in Sleeves, also in Hüllen, die sind da schon von vornherein mit drin von Pegasus. Und im Spiel craftet man dann quasi, oder draftet man, solche blanko-durchsichtigen Karten und schiebt die quasi in die Hülle rein. Jetzt kann diese Karte, wenn man sie dann vom Deck zieht, halt schon einen weiteren Effekt nutzen. So geht das dann weiter. Also eine super interessante und neuartige Mechanik. Wir haben es einmal schon Probe gespielt und es macht richtig, richtig Spaß. Man kann es mit Ascension vergleichen. Viele Mechaniken im Spiel haben Ähnlichkeiten zu Ascension, was die Siegpunkte angeht. Und das Craften der Karten. Es hat aber auch sehr, sehr viele eigene Ideen, besonders natürlich dieses neuartige Card Crafting. Und vom Setting her ist es so ein bisschen mystisch, druidenmäßig mit Natur. Kann ich auch nur empfehlen. Preispunkt war, glaube ich, 39 Euro. 2 bis 4 Spieler, circa eine Stunde Spielzeit ist da angesetzt. Das war Mystic Vale. Wir machen direkt mal weiter mit Terraforming Mars. Zu Terraforming Mars kann ich noch nicht viel sagen aus dem eigenen Spielerlebnis. Das habe ich erst gestern auf der Messe bekommen. Es ist sehr schwer zu bekommen auf der Messe in Deutsch, weil das war immer ratzfratz ausverkauft. Auch gestern gab es nur 70 Exemplare. Da bin ich sofort zum Stand von Schwerkraft. Bei Schwerkraft ist es erschienen gerannt und habe mit ganz viel Glück noch ein Exemplar abbekommen. Ja, Terraforming Mars, der Name sagt es schon. Man muss den Mars besiedeln, Terraforming betreiben. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man dann eben schaffen muss. Man muss die Temperatur steigern von minus 30 Grad auf ein Level um die 10 Grad, dass eben das Leben auf dem Mars möglich ist. Man muss Ozeane bauen, damit Leben entstehen kann. Man muss den Sauerstoffgehalt nach oben bringen, auch hier, damit Leben möglich ist. Und das Ganze in einem sehr komplexen Spiel. Es gibt eine Solo-Variante, die mich auch hier sehr reizt. Da werde ich wahrscheinlich als erstes mal reinschauen. Und ansonsten für 1 bis 5 Spieler, ich glaube 2 Stunden Spielzeit ist angesetzt. Ja, 90 Minuten bis 120 Minuten. Das ist also ein richtiger Brecher. Aber es soll verdammt gut sein. Also es hat in der Spielebox im Magazin zur Messe als, ich glaube, eines der ersten Spiele von allen drei Kritikern 9 Punkte bekommen. Also deswegen Terraforming Mars, ich bin sehr gespannt. Der Eindruck ist aber sehr, sehr gut. Preispunkt war 50 Euro.
So, dann haben wir hier Four Gods, erschienen bei Ludicalli. Habe ich noch nicht gespielt, habe mir aber schon die Regeln durchgelesen und so ein bisschen für mich selbst rumprobiert. Das ist nämlich im Prinzip eine Carcassonne-Variante. Also man legt Geländeplättchen in Echtzeit. Also alle Spieler spielen gleichzeitig, alle Spieler versuchen gleichzeitig Geländeplättchen aneinander zu legen. Also es hat so ein bisschen was von Galaxy Trucker. Und die Spieler erschaffen dann eben so Landschaften, Gebirge, Ebene, Wald, Meer gibt es. Das muss immer alles zusammenpassen. Und es gibt eben diese vier Götter. Und im Laufe des Spiels nimmt sich jeder Spieler irgendwann, wann er möchte, einen Gott und hat dann eben die besondere Fähigkeit von diesem Gott. Dann hat man kleine Propheten, die man auf die Landschaft stellen kann. Auch hier Ähnlichkeit zu Carcassonne. Es gibt dann am Ende Siegpunkte. Ja, man kann Städte bauen, diese zerstören. Also ich bin mal sehr gespannt. Es ist allerdings von der Komplexität, die Landplättchen richtig aneinander zu bauen. Das habe ich schon gemerkt, als ich so ein bisschen gespielt habe, als ich mir die Regeln durchgelesen habe. Sehr viel komplexer als Carcassonne. Also es ist echt schwierig, da manchmal die passenden Länderteile zu finden. Aber ich glaube, das ist für ein Spiel, wo man gleichzeitig baut, auch gar nicht so verkehrt, weil ansonsten wird es nämlich zu einfach werden. Four Gods, ich bin sehr gespannt. Der Ersteindruck auch vom Spielmaterial auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, Ludicalli bzw. Asmodee, Preispunkt war, ich glaube, 36 Euro, ist eine multilinguale Version. So, machen wir mit Yellow weiter. Yellow hat ja immer, meiner Meinung nach, Spiele mit fantastischem Artwork. Manchmal sind aber auch Blender dabei, wo man dann nicht wirklich weiß, stimmt die Spielmechanik dahinter auch. Bei Sea of Clouds, ersteres trifft zu, wunderschönes Artwork und zweiteres, die Spielmechanik auch hier gut. Ja, also kein Blender. 2 bis 4 Personen, 40 Minuten sind angesetzt. Ein eher einfacheres Familienspiel, was aber unglaublich Spaß macht. Die Spieler sind Luftpiraten. Und was machen Piraten natürlich? Schätze zusammen suchen, rumtrinken und andere Schiffe, respektive die anderen Spieler, entern. Das Ganze läuft über einen Card-Draft-Mechanismus. Wer Magic spielt, kennt das. Winston-Draft. Es gibt immer 3 Kartenstapel. Man guckt sich den ersten an. No, den will man nicht. Legt man noch eine verdeckte Karte drauf. Guckt man sich die zweite Karte an. Will man auch nicht. Legt man eine verdeckte Karte drauf. Dritte Karte nimmt man dann. Legt eine verdeckte Karte hin. Das heißt, der nächste, der drin ist, hat dann 2 Stapel mit 2 Karten, die er sich angucken kann. Will er den ersten Stapel nicht, kommt noch eine dritte Karte drauf und so weiter. Und dann legt man die Karten an sein Luftschiff an. Ne, jede Seite des Luftschiffs kommt eine Karte hin, oben Piraten, unten, glaube ich, rum, rechts Relikte, ne, und so geht es dann über mehr Runden. Es gibt immer, ich glaube, alle 3 Runden eine Enterphase, wo man sich gegenseitig bekriegt, und relativ leichte Regeln, ist auch wirklich schön zu spielen, macht Spaß, hat auch Interaktion zwischen den Spielern in dieser Enterphase. Also Sea of Clouds kann ich empfehlen, vor allen Dingen, weil es, ich glaube, preislich bei 19 Euro lag. Ja, also dafür kann man absolut nichts sagen. Wir bleiben bei Yellow. Und zwar mit Kanagawa. Kanagawa, für mich das hübscheste Spiel der Messe. Ja, und das habe ich auch gesehen vom Artbook. Ich hatte es gar nicht auf meiner Liste vorher. Es sah absolut hübsch aus. Und dann haben wir es auf der Messe auch einmal Probe spielen können. Seitdem habe ich es also zu Hause auch noch einmal Probe spielen können. Kann sagen, es sieht nicht nur fantastisch hübsch aus, es ist auch ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ja, worum geht's? Man ist ein Zeichner in Kanagawa, also in Japan, und man muss ein Gemälde zeichnen. Ja, was ich, also das Setting, das Thema finde ich schon mal absolut fantastisch. Dann wird auch hier, es werden Karten gepickt, also so ein bisschen wie bei Sea of Clouds. Wer Coloretto kennt, wird da so ein bisschen denken, ah, das habe ich schon mal gesehen. Hier, man nimmt die erste Karte, oder man passt und dann kommen neue Karten dazu. Wer also passt, hat die Möglichkeit, mehr Karten zu bekommen, aber eventuell schlechtere, weil die anderen schneller picken. Und dann malt man eben die Karten, legt man dann so an sein Gemälde dran und dann entsteht ein immer größer werdendes Gemälde. Und da gibt es unterschiedliche Faktoren. Personen, die man dann auf den Karten hat, die in seinem Gemälde vorkommen. Häuser, Flora und Fauna, dann gibt es Diplome, wenn man zum Beispiel
unterschiedlichste Gebäude in seinem Bild hat, gibt es ein Diplom, was am Ende Siegpunkte wert ist. Also Kanagawa hat mich echt begeistert, vielleicht merkt man das auch schon jetzt in meinen Erzählungen. Das ist wirklich mein Überraschungshit und ein heimliches Highlight der Messe. 2 bis 4 Personen, 45 Minuten, also auch ein eher kurzweiliges Spiel, einfache Regeln, aber dennoch strategisch komplex und wie gesagt einfach wunderhübsch. Kanagawa. So, ja, eine kleine Erweiterung. Seven Wonders Duels Pantheon. Ich spiele mit meiner Freundin sehr, sehr viel auch zu zweit. Und Seven Wonders Duels war in den letzten ja, Jahren, möchte ich sagen, eins der besten Zwei-Personen-Spiele überhaupt. Deswegen war die Erweiterung Seven Wonders Duels Pantheon ein Blindkauf. Ich habe noch nicht gespielt, ich habe noch nicht die Anleitung gelesen, aber ich bin davon überzeugt, dass das Seven Wonders Duels nochmal eine ganze Ecke besser macht. Von daher Blindkauf. Natürlich Zwei-Personen-Spiel, 30 Minuten. Preis sogar 25 Euro. Bisschen grenzwertig für so eine Mini-Erweiterung, aber gut, wie gesagt, für Seven Wonders Duels kann man das auch mal ausgeben. Wir bleiben weiter im Zwei-Spieler-Bereich. Microworld vom Heidelberger Spieleverlag. Da hatte ich vor der Messe einfach nur das Thema gelesen. Es geht nämlich darum, um den Kampf im Mikrokosmos des menschlichen Körpers. Ein Spieler spielt die Bakterien und Viren, der andere die Abwehrkräfte des Körpers. Und damit hat das Spiel für mich direkt schon gewonnen gehabt, weil ich das eine unglaublich interessante Thematik fand. Habe es mir blind gekauft, habe es jetzt schon zweimal spielen können. Ich hatte ein etwas weit komplexeres Spiel erwartet, wo die Spieler vielleicht auch Karten haben, was weiß ich, mit Mutiere von Bakterien zu Virus, zu einer Lungenentzündung, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Tatsächlich ist Microworld aber ein ganz, ganz, ganz einfaches Legespiel, ein strategisches Legespiel und am Ende dann Area Control, also wer die meisten Gebiete im menschlichen Körper kontrolliert. Es gibt unterschiedliche Zellarten, Muskelzellen, Knochenzellen. Und wer dann die meisten Gebiete kontrolliert, bekommt Siegpunkte. Und das hat wirklich super, super einfache Regeln. Das erklärt man, glaube ich, in 2 Minuten, spielt dann los und dann geht's ab. 10 bis 15 Minuten Spielzeit. Ja. Was das Coole aber ist, es gibt unglaublich viele Varianten. Also ich glaube, es gibt 8 verschiedene Varianten, die man kombinieren kann. Und so kann man das Spiel ein Stück weit komplexer machen, immer ein bisschen anders machen. Und das ist dann wiederum einfache Regeln, aber sehr viele Varianten. Das macht es wiederum sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ja, Microworld hat mir gefallen und kann man machen. Super flottes, einfaches Zwei-Personen-Spiel. So, dann haben wir Yomi, noch ein Zwei-Personen-Spiel, das Starter-Set der Second Edition ist es, glaube ich. Ja, auch im Pegasus, bei Pegasus erschienen. Was machen wir in Yomi? Jeder Spieler verkörpert einen Kämpfer. Das Spiel versucht so ein bisschen Beat'em-ups wie Tekken, Street Fighter so ein bisschen als Kartenspiel darzustellen. Jeder Kämpfer hat sein eigenes Deck, womit man dann spielt. Und im Grundprinzip ist es ein Steinschere-Papier-Spiel. Das heißt, die Spieler legen verdeckt eine Karte. Dann wird aufgedeckt und Angriff schlägt Wurf, Wurf schlägt Konter, Konter oder Block und Block schlägt Angriff. Im Prinzip erstmal ganz einfach. Dann gibt es aber super viele Special-Regeln. Man kann dann Kombos aneinander rein, wenn der Angriff erfolgreich ist. Kann super Angriffe spielen, Angriffe aufladen. Wir haben es einmal kurz gespielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich durch das Kombosystem noch nicht so ganz durchgestiegen. Habe auch die Anleitung aber nur ganz kurz überflogen, weil ich dachte, oh ja, das ist ein super einfaches Spiel. Ist es tatsächlich nicht. Also ein bisschen komplexer ist es schon. Ja, erster Eindruck ist erstmal gut bis solide. Ja, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Charakterpacks, noch andere Kämpfer quasi, die man dazu kaufen kann. Muss ich definitiv noch ein, zwei Mal spielen, um mir ein finales Urteil zu erlauben, aber gut, es hat 14 Euro gekostet, also war jetzt auch nicht so die Welt. Yomi, gucken wir mal, was das Spiel noch entwickelt. Microworld übrigens, Preispunkt 20 Euro, das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Dann noch ein Zwei-Personen-Spiel, und zwar Raptor.
auch bei Pegasus erschienen, ist eine deutschsprachige Neuheit. In Englisch gibt es das Spiel schon eine ganze Weile. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe noch nicht die Regeln gelesen, ich weiß aber grob, worum es geht. Und das Thema, das hat mich einfach so angesprochen, dass ich es mir dann in dem Fall auch relativ blind gekauft habe. Es ist ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel, ähnlich wie Microworld. Der eine Spieler spielt Forscher und der andere Spieler spielt eben die Raptoren. Die Forscher wollen eben kleine süße Raptorenbabys fangen und aus dem Dschungel verschleppen, um eben sie zu erforschen, was weiß ich. Und der andere Spieler spielt die Raptoren-Mutti, die möchte das natürlich verhindern und am liebsten die Forscher auffressen. Dann hat man Karten. So wie ich es verstanden habe, legt man die verdeckt hin, deckt die auf, jede Karte hat einen Zahlenwert und der Spieler mit dem höheren Wert, der bekommt diese Runde Aktionen und zwar immer in der Referenz zum Zahlenwert des anderen. Also sagen wir mal 6 und 2, dann hat der Spieler, der die 6er Karte gespielt hat, 4 Aktionen diese Runde. Der andere, der die niedrigere Karte gespielt hat, bekommt als Entschädigung die Aktion der Karte, also irgendwie irgendein Effekt der Karte. Da muss man sich wahrscheinlich entscheiden, möchte man vielleicht sogar die Aktion der Karte haben und bewusst niedrig spielen. So stelle ich es mir vor. Ja, Spielmaterial, kleine süße Miniaturen, Forscher und Raptoren. Hat mir optisch und auf den ersten Eindruck super gefallen. Es war auch sehr, sehr günstig. Ich glaube, ich hatte es auf meiner Liste mit 25 Euro stehen. Es hat dann 19 Euro am Pegasus-Stand gekostet. Also von daher kann man da auch fast gar nichts mit verkehrt machen. Außerdem Bruno Catala. Übrigens ein Name, der auf der Messe ganz häufig zu lesen war. Bei Kanagawa hat er auch mitgemacht. Der war sehr fleißig, der Herr Catala Raptor. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu ein paar Exoten. Wer mich vielleicht kennt, meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich ein großer Anime- und Japan-Freund bin. Und jetzt fahren wir so ein bisschen in die Schiene. Vielleicht Spiele, die niemand so wirklich, der dieses Video guckt, auf dem Schirm hatte. Da haben wir zum einen Dark Castle. Es ist von einem, ich glaube, taiwanesischen Hersteller. Ein Zwei-Personen-Spiel, auch hier asymmetrisch. Einer spielt den bösen Raven Lord oder Dark Lord, der die Prinzessin gefangen hält. Und der andere spielt den Held, der die Prinzessin retten will. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir die Anleitung durchgelesen. Es hört sich sehr interessant an. Es gibt 5 Türme, die so ausliegen. Und der Held versucht eben herauszufinden, in welchem dieser Türme die Prinzessin ist. Der Raven Lord versucht das zu verhindern, weil er die Spezialfähigkeit hat, an dem Turm, wo er steht, kann der Held nicht hin. Man muss sich aber jede Runde bewegen, das heißt, so ein bisschen Varianz ist da. Es hat ein super, super hübsches Spielmaterial. Allein diese Verpackung, die wie so ein Buch aufgemacht ist, die man dann halt so aufklappt. Und dann hat man hier eben wunderhübsche Pappmarker drin, die Karten sind ganz nett gemacht und Türme sehen dann eben so aus. Also es hat sehr hübsches Spielmaterial, wie ich finde, und asymmetrische Zwei-Personen-Spiele finde ich immer ganz cool. Und es war mit 13 Euro jetzt auch nicht so teuer. Bei diesen asiatischen Spielen ist ja preislich, manchmal sind die echt teuer. Dark Castle. Ich bin sehr gespannt. Es macht auf mich einen super Eindruck. Hübsch habe ich mir also quasi auch blind gekauft. Nicht ganz blind gekauft habe ich mir Mangaka bei Japanime Games erschienen. Das fand ich ein so fantastisches Konzept. Das habe ich sofort mitgenommen. Habe es mir auch kurz erklären lassen. Im Prinzip sind die Spieler Mangaka, also Comiczeichner, Manga ist ja japanische Comics und ja, das ist das, was man im Spiel halt macht. Aber keine Sorge, man muss jetzt nicht, wer weiß, wie tolle Zeichenkünste haben. Strichmännchen funktionieren auch einwandfrei und das Ganze sieht dann so aus, ne? Man hat also hier Panels, die man befüllen muss. In der ersten Runde sind es noch 2, in der zweiten Runde sind es 4. Runde 3, 6 und in Runde 4 hat man schon 8 Panels, die man befüllen muss. Womit? Man hat Themenkarten, davon werden am Anfang 3 gezogen und dieses Thema begleitet einen dann durch das ganze Spiel. In dem Fall hätte man jetzt die Themen Cyborg, Baseball und Turning Defeated Enemy into Friends, also einen besiegten Gegner in einen
Freund verwandeln. Und aus diesen drei Themen muss man sich jetzt irgendwas überlegen, dass man daraus einen Comic zeichnet. Und da habe ich die abstrusesten Entwürfe schon gesehen. Dann gibt es hier noch so Trends. Immer der Spieler, der die wenigsten Punkte hat, der zieht dann zwei Trends-Karten und sucht sich dann eine davon aus. Und dann muss man das oder kann man das berücksichtigen in den nächsten Comic-Seiten, um extra Punkte zu berücksichtigen. Zum Beispiel bestimmt der Spieler zwei Charaktere aus jedem Comic und die müssen dann sich ineinander verlieben. 1 bis 8 Spieler, 30 bis 60 Minuten steht drauf. Ich habe es gestern in unserer Brettspielgruppe kurz vorgestellt. Die Leute waren begeistert, haben aber auch gesagt: Hey, da brauchen wir wahrscheinlich ein, zwei Bierchen vorab, damit wir so richtig in Stimmung sind. Mangaka hat mir super, super gut gefallen. Ich freue mich echt schon drauf, wenn wir das erste Mal spielen. Preispunkt war 25 Euro, wie gesagt, bei Japanime Games. So, nach einem kleinen Schnitt machen wir weiter, weil tatsächlich die Speicherkarte meines Handys voll war. Ja, zwei Spiele habe ich noch. Das eine ist Ascendance of Azeroth von Bushiroad. Dem einen oder anderen sagt Bushiroad vielleicht was von den ganzen Trading Card Games, die sie im Programm haben. Die bekanntesten sind wohl Weiß, Schwarz und Vanguard. Das ist jetzt ein Standalone Card Game. Das ist auch der Grund, warum ich es mir tatsächlich dann auch gekauft habe. Trading Card Games fressen einfach zu viel Geld. Und da habe ich mit Magic und Force of Will schon zwei, die ich weiterverfolge. Ja, wie gesagt, Ascendance of Azeroth Standalone ist also nur diese Box hier. Ungefähr 200 Karten sind drin. Es geht darum, die Spieler wollen Sky Shards, also Himmelsfragmente, sammeln. Die liegen so in der Tischmitte. Alle Spieler haben Zugriff darauf. Alle Spieler bekämpfen sich auch gegeneinander, free for all quasi. Da hat man Lightbringer, also so Untergebene, die man mit Karten spielt und mit denen man dann die Sky Shards aus der Mitte nimmt oder auch Sky Shards beim Gegner corrupten, also korrumpieren kann, um den so ein bisschen auszubremsen. Hat sich nach einer ganz soliden Mechanik angehört. Wunderhübsches Artwork, also wirklich fantastische Illustrationen, natürlich Anime-Manga-Style. Sollte am ersten Tag der Messe noch 40 Euro kosten, das war mir ein bisschen zu viel. Ab Tag 2 haben es dann auf 30 Euro runtergesetzt oder vielleicht war das auch der reguläre Preis, ich weiß es nicht. Dann habe ich es auf jeden Fall mitgenommen. Ascendance of Azeroth. Und das letzte Spiel in meinem Einkauf ist wahrscheinlich auch das Kurioseste, das ist Oppai Go von Max Manga. Italienischer Verlag, italienischer Autor Marco Mingozzi. Mit dem hatte ich auch Gelegenheit, mich kurz über Oppai Go zu unterhalten. Und er sagt: Tja, was ist der Gedanke dahinter? Er wollte ein Spiel mit hübschen Anime-Mädels, mit viel nackter Haut, was auch eine gute Mechanik hat und was auch Spaß macht zu spielen. Denn davon gibt es in seinen Augen noch keine Spiele, die halt das alles beinhalten. Ja, es hat sehr viel nackte Haut, das muss man tatsächlich sagen. Vom Setting her erinnert es so ein bisschen an alte Ero-Games, PC-Games aus den 80ern, 90ern. Jeder Spieler verkörpert ein Mädel, man ist auf einer einsamen Insel. Man hat im Prinzip das Ziel, die anderen Mädels zu entkleiden, also nackig zu machen. Dafür gibt es dann Siegpunkte. Völlig abgefahren. Das Spiel läuft über Karten, über Aktionskarten, die man spielt. Allerdings hier ist der Trick oder der Kniff des Spiels ähnlich wie bei Cold Express. Werden erst alle Aktionskarten gespielt und dann werden sie abgearbeitet. Allerdings, anders als bei Code Express, in umgekehrter Reihenfolge. Und das ist so ein bisschen mein Fakt, da muss man sich erstmal reinfinden. Wir hatten in unserem ersten Testspiel halt oft die Situation, dass man sagt: Ah, ich habe die und die Karte gespielt, aber zu dem Zeitpunkt ist noch gar keine rote Angriffskarte im Spiel. Ja? Daran habe ich nicht gedacht, man hat da eine Aktion verloren. Ich glaube, das hat Potenzial. Ich möchte gerne noch ein, zwei Runden mehr spielen, um mir ein abschließendes Urteil über Oppai Go zu machen, aber der erste Eindruck ist erstmal witzig, lustige Mechanik, interessantes Spiel, völlig abgefahrenes Setting. Das war mein Einkauf. Ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht ein Spiel gefunden, wo er sagt: Das hat mich jetzt neugierig gemacht, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, ich würde mich freuen. Zwei, drei abschließende Sätze zur Messe. Es war eine fantastische Spielemesse. Über 1000 Aussteller, 175.000 Besucher. Wir leben im Golden Age des Board Gamings. Ja. Also es gab unglaublich viel zu sehen, so viele Spiele. Selbst an 3 Tagen, wo ich da war, ich konnte nicht alles sehen. Ich konnte nicht alles kaufen, was mich interessiert hat. Irgendwann ist das Budget natürlich alle gewesen. Aber es gab noch so viele coole Spiele. Gierige Goblins, das neue Richard Garfield-Spiel. Hoch die Becher, Heidelberger Spieleverlag. Armageddon Queens Games hatten sie ganz überraschend da. Wussten nicht, ob es fertig wird, deswegen war es nicht angekündigt.
In the Name of Odin, ja, fantastisches Spiel, warte ich allerdings noch auf eine deutsche Umsetzung. Captain Sonar fand ich klasse, allerdings da meine Bedenken, man kriegt mal 8 Spieler zusammen. Und The Other Seven Deadly Sins, Eric M. Lang, Cool Mini or Not, war da in Deutsch, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, allerdings 90 Euro Preispunkt, da will ich auch vorher mich nochmal schlau machen, wie das Spiel tatsächlich ist. Also wirklich super, super viele Spiele. Was waren meine Top 3 Spiele der Messe, jetzt so von meinem Einkauf oder die ich gespielt habe? Platz 1 auf jeden Fall 51st Day, das ist ein super tolles Spiel. Ich hatte es nicht auf der Liste und es hat mich umgehauen. Zu 2, zu 4 ist es einfach bombastisch. Platz 2 Kanagawa, weil es einfach so ein hübsches Artwork hat. Ich sage es bereits, das hübscheste Spiel der Messe. Und es steckt auch noch ein verdammt gutes Spiel dahinter. Und auf Platz 3 Mystic Veil, weil es halt einfach diese tolle neue Card-Crafting-Mechanik hat. Ich hoffe, das schlägt bei Pegasus ein. Ich will mehr davon. Mehr Karten, mehr Möglichkeiten, mehr Expansions. Da freue ich mich drauf. Erwähnenswert auch noch Terraforming Mars, weil ich habe es noch nicht gespielt. Es hat aber Qualitäten, das Spiel der Messe zu werden. Ich bin mal gespannt. Und was ich noch erwähne, ist Innis. Findet sich jetzt nicht in meinem Einkauf. Ich konnte es gestern allerdings 2-mal probespielen. Fantastisches Spiel, bei Matagot erschienen. Super Artwork, tolle Mechanik. Wenn das auf Deutsch rauskommt, das ist ein Instant-Buy für mich. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, was war euer Spiel der Messe, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, wie war euer Eindruck. Freue ich mich, wenn ihr das macht und lasst mir noch ein Like da für dieses Video. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sag mal bis zum nächsten Mal bei Nakiras Channel.